Hallo liebe Fabila Gaming Zuschauer, hier sind Fabian und Colin zurück bei Clash Royale. Und liebe Zuschauer, es hat sich doch ein bisschen was getan im Vergleich zur letzten Folge. Ich bin mittlerweile Arena 3 im Barbaren-Oval und ich bin auch Level 4. Ihr seht es oben links. Ich habe mich also ein bisschen gebessert und wir haben einige Truhen zum Öffnen. Ja, und wir können eine Karte verbessern. Wobei, da steht noch gar nicht fest, Colin, weil die 1 steht auch für neue Karten. Ich habe eine neue, was ist das hier? Info? Ach, ich habe den Barbaren bekommen. Ein Haufen Nahkämpfer mit krassen Schnurrbärten und noch krasserem Temperament. Klingt nicht so schlecht. Ja, ich glaube, das ist der Lanzentyp. Und was haben wir hier? Das ist, das waren die Skelette, die habe ich auch neu bekommen. Aber und verbessere mal alle deine Karten. Nee, ich will das noch gar nicht tun, weil ich will mein Gold ein bisschen sparsamer einsetzen. Ah. Aber, und ich habe, es gibt noch ein paar Sachen. Ich habe mein Deck ein bisschen verändert. Ich habe nämlich jetzt hier die Koboldhütte in mein Deck genommen und habe dafür den Riesen rausgeschmissen. Und ich habe den Mini-Packer wieder reingenommen. Und wir werden jetzt mal gucken, wie ich damit zurechtkomme, weil ich habe nämlich eine etwas neue Taktik im Kampf. Und wir gucken einfach mal. Wollen wir ein paar Kisten öffnen? Jawohl, wir öffnen die Kisten. Pass auf, du kannst mal die Kisten öffnen, wenn du magst. Ja, möchte ich. Erstmal die große Kiste. So, Moment, bitteschön, ich übergebe dir das Handy. Erst nehme ich die große Kiste. Erst nehmen wir die große Kiste. So, die große Magietruhe. Ah, schön viel Gold. Bogenschütze, 6 Stück, gut. Kobolde. Jawohl, Koboldhütten. Eine meiner neuen Lieblingskarten. Speerkobolde, die habe ich aber nicht im Programm. Mini-Packer, gut. Koboldfass, epische Karte. Das ist natürlich eine coole Geschichte. Das gucke ich mir auch gleich mal an, aber du kannst erstmal. Achso, du willst direkt gucken. Nee, weiter oben. Wo ist es, das Koboldfass? Wo ist es denn? Info? Moment, Koboldfass Level 1. Schleudert 3 Kobolde auf eine beliebige Stelle in der Arena. Guten Flug, Jungs. Ja, das ist schon eine coole Karte. Ich müsste mir aber erst noch ein bisschen überlegen, welche Karte ich dafür rausschmeiße aus meinem Deck. Ich weiß es momentan noch nicht. Colin, du kannst aber erstmal gerade bitte die anderen Karten, die anderen Kisten öffnen. Und außerdem die erste, also die das erste in unserem Deck kommt, halt, da es zu sehen ist, die ist sehr gut gegen den Riesen. Die Walküre da meinst du, ne? Die Walküre meinst du. Ja, die da meinst du. Die ist, ja, tatsächlich mag ich die auch. Die ist, glaube ich, relativ ähnlich wie der Mini-Packer. Aber liebe Zuschauer, Peter oder sonst irgendwer, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich hier Unsinn erzähle oder wir Unsinn erzählen, weil ihr habt da alle schon ein bisschen mehr Erfahrung. Also, jetzt kommt die Gratistruhe. Skelette. Die Skelettkarte hat mich überhaupt nicht überzeugt. Die habe ich auch mal getestet. So, und jetzt werde ich mal wieder das Steuer übernehmen, kurz, weil wir werden ein bisschen probieren mit den Kämpfen. Los geht's, der erste Kampf. So, und ich habe eine, ja, viel Glück, ja, hier auch. Aber ich lasse mich jetzt nicht ablenken. Ich habe nämlich eine etwas neue Taktik. Ja, das ist natürlich eine sehr starke Karte, die der da hat. Oh, hier, da kommt diese Luftballons, ach, diese Heißluftballons, die kann ich überhaupt nicht leiden. Die sind saustark. So, und jetzt werden wir gleich mal gucken. Weil ich mag diese Koboldhütten. Die sorgen für kontinuierlichen Nachschub. Aber die Kobolde sind halt schwach. Ja, der hat jetzt meine Hütte da unten platt gemacht. Man gewinnt ja leider immer noch nicht jeden Kampf. Aber ich lasse mich auch nicht verrückt machen, wenn ich jetzt mal einen Kampf verliere. Ich versuche, Leute mit wenig Elixier zu nehmen. Ich warte nämlich auf eine neue Koboldhütte. Guck mal, jetzt marschiert schon eine kleine Armee da auf den Turm.
Oh, und er hat... Ja, das sind diese Barbaren, die neu hinzugekommen sind. Oh ja. Ach, diese kleine Armee da, die mag ich natürlich auch nicht. So, ihr kriegt Unterstützung vom einen Drachenbaby. Und ich schicke euch noch einen Mini-Packer hinterher. Oh nein, nicht so ein Heißluftballon, die mag ich nicht. Da muss ich aber mit den Bogenschützen direkt rangehen. Jawohl. Und ich platziere hier unten noch eine Koboldhütte. Wie gesagt, das gibt kontinuierlich Nachschub. Ich weiß, dass ich da manchmal am Anfang ein bisschen verliere. Die Walküre ist auch immer gut gegen solche Massenaufläufe. Und mega gut gegen den Riesen vor allem. Der Walküre macht man den Riesen mega schnell platt. Und noch eine Koboldhütte habe ich mir jetzt geholt. Ja, und das macht dann mega Stress. Den Mini-Packer setzen wir hinterher. Das macht dann mega Stress. Guck mal, ich glaube, der hat jetzt schon ein bisschen Stress. Wir schicken mal einen Feuerball zur Unterstützung. Ah, wieder so ein Heißluftballon. Aber da kriege ich es jetzt mittlerweile schon raus. Die Bogenschützen sind gut gegen die. Und es gibt noch eine Koboldhütte. Ah, jetzt ist meine eine leider kaputt gegangen. Noch ein Mini-Packer hinterher. Darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen hier. Da kommt wieder eine Koboldhütte. Drei Koboldhütten. Aber wir haben auch nur noch 30 Sekunden. Müssen wir gucken, ob das zeitlich aufgeht. Aber es kann am Ende ja schnell gehen. Guck mal, jetzt hat er nämlich richtig, richtig Stress. Und ich habe das gemerkt, mit der Taktik bin ich schon ein paar Mal gut gefahren. Diese Koboldhütten, die machen am Ende... Nämlich, die können einen Unterschied machen, weil man am Ende nämlich eine kleine Armee hat, wo der andere richtig Stress hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir werden das jetzt einfach noch einmal probieren. Man muss einen langen Atem haben. Eventuell verliert man am Anfang. Es hat natürlich auch den Vorteil, dass man immer Leute hat, die... ...die unten die eigenen Türme verteidigen. Aber nur der Schwache. Was meinst du mit sehr Schwache? Ich meine, die hier auf den Türmen sind. Ach Himmel, jetzt habe ich hier natürlich noch einen Feuerball da hinschicken. Das war jetzt nicht ganz optimal. Ich habe natürlich auch... Ah, guck, der macht jetzt auch schon wieder meinen... Ja. Es geht nicht immer auf. Diesmal habe ich die Karte auch sehr spät bekommen. Ja. Jetzt mal, ja, ich habe nicht genug Elixier. Er hat natürlich jetzt schon gut Schaden gemacht bei mir. Das war nicht gut. Ich habe am Anfang, glaube ich, nicht so gut gesetzt. Aber wir weichen nicht von der Taktik ab. Es ist noch nichts verloren. Weil die Kobold. Oh. Ja, es ist natürlich jetzt schon nicht so einfach, muss man sagen. Der hat jetzt natürlich, der hat diese Skelettarmee, die ist sehr, sehr unsympathisch. Also ich glaube, diesen Kampf, dann werde ich verlieren. Den habe ich natürlich jetzt sehr schnell verloren. Da habe ich aber am Anfang auch echt nicht so gut gesetzt. Nichtsdestotrotz, wir werden direkt nochmal kämpfen. Aber was bedeutet die Schilder bei denen? Habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Er hat doch Schilder bei. Habe ich nicht drauf geachtet. Muss ich später nochmal gucken. So. Ich warte auf meine Koboldkarte. Da kommt sie gleich, die Hütte. Ah, ist das Riesenbombenschild.
Ja, das Riesenbombenskelett ist auch sehr unsympathisch. Ja. Die Bogenschützen kann ich jetzt gut gebrauchen. Ich glaube, dem passt die Koboldhütte nicht. Wem? Dem Gegner. Deswegen hat er nämlich auch da direkt schon... Deswegen hat er da nämlich auch direkt schon was gegengesetzt. Den Feuerball. Das ist auch unsympathisch, diese Riesenkanone da bei dem. Ja, unsere Koboldhütte ist jetzt auch schon wieder weg. Das ist natürlich doof. Komm schon, komm schon. Du warst Riesenbomber. Ah, es läuft nicht so gut. Solange ich das Riesenskelett nenne. Ja. Riesenbomber. Ja, das ist auch ein Riesenbomber. Ich hasse dich, Riesenbomber. Gleich kommt unsere Kobolde. Ah, aber wir haben natürlich schon ein bisschen Probleme. Ja, der mag die Koboldhütten nicht. Das merkt man. Das kann ich auch verstehen. Er kommt permanent Nachschuss. Ah ja, aber der hat das natürlich clever gemacht. Diese Kanonenkarte. Die ist schon gut. Was ein mega Trick, der mega schnell Türme kaputt machen kann. Indem man halt die Kobolde nimmt und den Riesen. Ja, aber das ist mir zu viel Elixier. Das mache ich absichtlich nicht. Weil das ist mir zu viel Elixier, was dabei weggeht. Vor allem den Riesen. Ich finde den Riesen gar nicht mehr so eine gute Karte, weil der Riese nämlich auch immer durch viele Armeen schnell besiegt ist. Aber die Koboldhütte auch. Ja, die Koboldhütte, wenn jemand die richtigen Karten hat, ist die auch schnell weg. Das ist schon richtig. Wie zum Beispiel das... Aber weißt du, es gibt hier in dem Spiel immer Karten, die du gegen irgendwen setzen kannst. Also es gibt gegen jede starke Karte eine starke Konterkarte. Also deswegen gibt es auch nicht die eine Taktik, mit der du immer Erfolg hast. Das gibt's einfach nicht. Aber liebe Zuschauer, könnt ihr mir auch gerne widersprechen. Schon ein Tor. Genau, und jetzt werde ich da unten noch eine Koboldhütte pflanzen. Pflanzen? Genau. Und ich versuche sie ein bisschen auseinander zu pflanzen. Oh, was hat er da? Der sieht stark aus. Aber er reicht auf einem Schwein. So, ihr kriegt Unterstützung von einem Drachen. Ein paar Bomber schicke ich euch noch hinterher. Ja. Perfekt. Und... ein Mini-Päcker, der kommt auch gleich. Ja, müssen wir mal gucken, ob der durchkommt. Aber die Mini-Päcker sind natürlich auch sehr gut gegen die Türme. Aber haben halt sehr wenig Leben. Und die Walküre ist auch gut. Man muss halt einfach sehen, guck, kontinuierlich für Nachschub sorgen. Ja, die Bogenschützen sind gut gegen diese Heißluftballons. Er hat einen Mini-Packer gesetzt, okay. Der ist schon stark, der Mini-Packer.
Das Drachenbaby ist irgendwie gut gegen alles. Ich muss ein bisschen Gas geben, glaube ich. 1:1. Der Heißluftballon muss weg. Der muss weg, in der Tat muss der weg. Ah, jetzt hat er schon wieder so einen Mini-Packer dahin gesetzt. Also ganz stark. Ja, der geht natürlich direkt gegen meine Hütte, meine Koboldhütte. Und die Riesen gehen auch gegen Koboldhütten. Ah, jetzt geht's gleich in die Verlängerung, aber das ist okay. Ich kann mit der Verlängerung leben. Ah, jetzt hat der da schon wieder. Also diese Heißluftballons sind mir echt so unsympathisch. Ja, au. Mann, jetzt habe ich schon wieder keine Koboldhütte. Aber da kommt eine. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob die jetzt angebracht ist. Weil, ey, guck mal, der Turm ist ja fast platt da hinten. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Da kommen wir direkt. Warum mache ich mir denn solche Mühe? Ich hätte doch einfach einen Feuerball auf den Turm erzielen können. Ja, nein. So, wir machen direkt noch einen Kampf. Da war doch so ein Schild. Ich habe schon wieder nie auf Schild geachtet. Und Deutschland-Schild. Ja, das genau. Das war einfach in Deutschland. Der kam aus Deutschland, der letzte Spieler. Ah. Was lacht der da hinten, der König, so aus seiner Unverschämtheit? Das ist echt cool. Ich finde das Spiel auch echt cool. Aus! So schöne Koboldhütte! Au, 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 unsere schöne, schöne Koboldhütte. Na gut. Gefällt ihm nicht, kann ich verstehen. Wir werden trotzdem wieder eine neue Koboldhütte pflanzen. Ja, anpflanzen. Dann pflanzen die Kobolde an. Da ist sie schon. Wir haben sie angepflanzt. So, wir müssen den noch mal aufhalten. Ach, der hat da wieder... Was ist denn das? Irgend so ein Magier. Die Bomber mag ich auch. Oh, jetzt schickt der schon wieder einen Feuerball. Der hat echt was gegen die Koboldhütten. Das Gute ist aber, er verbraucht jedes Mal Elixier, wenn er so einen Feuerball einsetzt. Und ich gebe nicht auf. Ich habe wieder eine Koboldhütte gesetzt. So, und den da müssen wir mal ein bisschen hinhalten. Damit er keinen Schaden an unseren Gebäuden macht. Das hat er tatsächlich nicht geschafft. Weil so, ja. So stark sind. Ein schönes Drachenbaby. Weil die und die Kurve ist so schön stark. Es kommt gleich schon noch eine Hütte nach. Ah, der mag die Koboldhütten nicht. Aber dafür mögen wir sie. Da kommt wieder eine Koboldhütte. Da wird wieder eine Koboldhütte. Der Heißluftballon wird nicht durchkommen. Er hat da einfach mal ein Loch gepflanzt. Er wollte da mal ein Loch pflanzen. Er wollte da mal ein kleines Loch anpflanzen. Ja. Er wollte mal was anpflanzen. Komm schon. Ah, verdammt. Uns haben jetzt etwa 5 bis 10 Sekunden gefehlt. Dann hätten wir ihn platt gemacht. So haben wir nur eine Krone bekommen. Aber er weint trotzdem. Er weint trotzdem. Wir werden aber noch einen Kampf machen. Vielleicht schaffen wir es ja. Entweder gehen wir jetzt gnadenlos unter oder wir haben... Warte bitte. Wie heißt er? Ich weiß... Ach, ja, guck. Je heißt er. Je.
Der Je. Wir kämpfen gegen Je. Colin, ich übergebe dir mal. Bitteschön. Du darfst den Abschlusskampf machen in dieser Episode. Bomber. Da kommt mal, ich schicke mal einen Bomber hinterher. Ja. Weil wir brauchen ja auch mal ein paar Bomben. Hier, pass auf, da kommt gleich wieder eine Sorg für Nachschub. Da unten kommt nämlich eine Koboldhütte wieder. Vielleicht können wir die setzen. Aber ich lasse dich einfach mal kämpfen. Das ist jetzt der letzte Kampf. Da kannst du mit meinen Karten kämpfen, wie du willst. Und noch eine Koboldhütte. Genau, und setz sie immer genau so ein bisschen auseinander. Ich habe nämlich echt schon festgestellt, dass die nämlich gerne auch Feuerbälle und so gegen die Hütten einsetzen. Und dann gehen eventuell direkt beide zu Bruch, wenn die zu dicht beieinander stehen. Setze Nachschub, du musst sie unterstützen, du musst Karten setzen. Und noch ein Drachenbaby. Bogenschützen. Oh, da hat er hinten wieder die Skelettarmee. Wir haben halt kein Elixier. Ja, wir haben kein Elixier. Oh, da kommt auch noch eine Valkyrie hinterher. Oh, wir haben gleich wieder eine Koboldhütte unten. Schick einen Feuerball auf den Turm. Damit der kaputt geht. Und... Bumm! Der hat mal Bumm gemacht. Ah, wir haben jetzt keine Koboldhütte mehr. Aber... Gegen diese fliegenden Gegner sind Bogenschützen gut. Die Bomber, die gehen nicht gegen die. Guck, das ist jetzt nämlich verschwendet. Drache, der schnuppt die einfach weg. Ja, das war gut. Setz die Bogenschützen. Nimm die Bogenschützen. Setze Leute, ja. Schnell. Leute setzen. Du musst Nachschub sorgen. Der macht uns platt. Setz, Colin, setz. Die kommen. Drache, Drache. Ja. Der Kampf ging verloren. Ich glaube, wir waren nicht schnell genug. Macht aber nichts. Ja, da freut er sich. Eigentlich war die Folge sehr gut. Und es fehlen nur noch 2 Thronen. Dann können wir eine Königskiste öffnen. Eine Kronentruhe öffnen, genau. Mhm. Das werden wir dann auch machen. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir haben ja ein bisschen Fortschritte gemacht. Wir werden auch weiter Fortschritte machen. Die nächste Folge gibt's wieder in 2 Tagen. Bleibt dran, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mögt. Wir freuen uns auf eure Tipps in den Kommentaren. Und wir sagen bis dahin. Tschüss!